Häufig wird den Ratgebern zu digitalen Medien eine Zeitangabe empfohlen, wenn es um die souveräne oder die kompetente Nutzung geht. Es wird also zum Beispiel gesagt, dass die Nutzung bestimmter Geräte oder bestimmter Anwendungen auf so und so viele Minuten oder so und so viele Stunden beschränkt werden sollte. Dieses Vorgehen ignoriert, dass ja nicht nur Menschen unterschiedlich sind, sondern vor allem, dass Stress oder fehlende Souveränität vor allem durch die Qualität, nicht durch die Quantität von Nutzung bestimmt wird. Deswegen sagen wir, für eine angemessene Nutzung gibt es keine einheitlichen Vorgaben. Zu viele verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle. Das eigene Stressempfinden, die Art der Nutzung und das allgemeine Lebensumfeld sind nur drei von vielen Faktoren. Eine angemessene Nutzung kann also nur nach individuellen Maßstäben festgelegt werden. Beginnen Sie mit der Reflexion Ihres Nutzungsverhaltens und überlegen Sie anschließend, wo Sie etwas stört und wo Sie etwas ändern möchten. Im nächsten Schritt können Sie in diese Fragen auch Ihr Umfeld mit einbeziehen. Beginnen Sie dann, Ihr Nutzungsverhalten anzupassen. Fangen Sie klein an und konzentrieren Sie sich erst einmal auf einen konkreten Aspekt. Dazu können Sie Apps und Tools zur Unterstützung nutzen und beispielsweise Bildschirmzeiten, Fokuszeiten oder Nicht-Stören-Zeiten definieren. Was auch ein beliebtes Vorgehen ist, legen Sie Zeiten und Orte fest, an denen das Smartphone tabu ist. Und vor allem schalten Sie die Push-Benachrichtigung aus und entscheiden Sie selbst, wann Sie auf welche Nachrichten reagieren möchten. Letzten Endes muss jede Person für sich selbst verschiedene Methoden ausprobieren und so die für sich passende finden. Da gibt es kein klares Richtig für die Lösungen, denn digitale Achtsamkeit hat mehr mit Balance und mit Übung zu tun. Viel Erfolg dabei!